Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu The Binding of Isaac Rebirth, Neugeboren. Und ja, hört auf zu schreien. Ich fange ja schon an, ich lege eine neue Datei an. Und wir machen gleich, gehen gleich zum Gameplay über. Ich möchte gar nicht so viel sagen. Ich habe jetzt erstmal ganz kurz nur den Filter ausgestellt. Ich möchte die Pixels schön sehen. Den können wir im nächsten Run dann gleich anlassen. Ich fange schon an, ich höre auf zu reden. Wir nehmen natürlich Isaac, alles andere ist nämlich schon gelockt. Oder noch gelockt. Außer Lazarus? Ne, Lazarus ist auch gelockt. Isaac, go! Und es geht gleich los. Guckt es euch an. Ich nehme es in 60 FPS und guckt es an, wie schön es ist. Guckt es euch an. Okay, Leute. Ich fange einfach mal an zu spielen. Oh, oh. Schön konzentrieren. Nicht gleich im ersten Raum sterben. Okay. Ich versuche mal, möglichst viel Halbwissen von dem Spiel hier mit rein zu... Also vom alten Spiel. Wir haben eine Bombe. Boah, es bringt uns ja nichts hier rumzuspringen. Boys. Oh, ich muss... Oh, so hyped. So hyped. Können wir den zerstören? Nee. Scheint... Oh, oh, ein Tinted Rock. Ich hab... Ein Tinted Rock? Mit E liegt man jetzt die Bombe, okay. Das Spiel will mich jetzt schon verarschen, Mann. Oh, Goldraum. Okay. Das ist ein Item, was wir schon kennen. Das macht Poison Bombs. Ja, genau. Poison Bombs. Soll ich euch erklären, wie das Spiel groß und ganz abläuft? Ja, ich denke schon. Also, wir spielen Isaac. Und wie ihr im Intro schon gesehen habt, wenn ihr das Intro überhaupt geschaut habt, ja, wir versuchen uns hier durch diese Ebenen, die hier random aufploppen, durchzukämpfen. Die Story habt ihr ja, denke ich, schon gehört, gelesen, wie auch immer. Da solltet ihr euch ein bisschen mit auskennen. Das Spiel ist sehr makaber, wie man in dem ganzen Pixel-Art und sowas schon sieht. Das heißt, alles... Oh mein Gott, was bist du denn für einer? Der ist neu. Eine Anlehnung... Oh, fuck. Eine Anlehnung an die Opferung Isaaks. Wer es noch nicht wusste. Bah, was bist du denn für einer? Schön. Leute, ich komme gar nicht zum Erklären und dann alles noch... Ich will jetzt erstmal alles... Ich spiele jetzt erstmal so, als würdet ihr es schon wissen, okay?
Also, was ist das? Broken Magnet, it kinda works. Okay. Ein neues Item haben wir bekommen. Oder ist es ein Trinket? Ich weiß es doch nicht, Leute. Boss. Monstro. Boah, das Spiel geht so schnell. Das Spiel ist so schnell, mein Gott. Ich komme überhaupt nicht mehr zu kommentieren, weil ich so gehypt bin gerade vor dem Spiel. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was ich noch sagen wollte, wo wir gerade dabei sind. Ich wollte den ersten Part so circa eine halbe Stunde machen. Und, guck mal, Monstro ist ja, guck mal, gleich in den Speedrun mache ich hier. Speedrun-Tactics gleich rausholen. Bis jetzt läuft es dann auch ziemlich gut. Den ersten Part wollte ich so eine halbe Stunde machen. Und dann, ach scheiße, das war schlecht. Die darauf folgenden immer so 20 Minuten. Ich hoffe, das geht fit für euch, denn... Oh yeah, wir haben den ersten Boss gekillt. Hell yeah! Also, erster Part halbe Stunde, der Rest immer so 20 Minuten, weil allein schon wegen den Upload-Speed kriege ich das nicht hin, immer so sonst hochzuladen. So, was haben wir denn hier? Synth Oil? Damage und Range Up. Das können wir auch hier wieder einsehen im Optionsmenü. Da könnten wir jetzt auch... Ich glaube, ja, das machen wir so. Die Ebene ist ja eigentlich fertig, ne? Obwohl, wir haben noch 5 Bomben. Da können wir doch den Secret Room suchen. Fuck. Ich hoffe, der ist so wie im alten Isaac, dass da halt immer viele Räume angebunden sein müssen. Oh yeah. Oh, den kennen wir aber auch schon. Fire Rate Up auf Mushroom. Haben wir jetzt auch so eine... Okay, aber wir haben keine schlechte Range, wie es aussieht. Oh, Glück ist... Okay, an den Stats sieht man, unten links ist Schaden, Mitte links ist Geschwindigkeit, also Schussgeschwindigkeit, oben links ist Speed, also Laufgeschwindigkeit, oben rechts ist Entfernung, 5 Schüssen, Mitte rechts weiß ich gerade gar nicht, was es ist, und unten rechts ist offensichtlich Glück. Aber rechts in der Mitte weiß ich gar nicht, was das sein soll. Vielleicht sowas wie Rückstoßkraft oder so, wie weit wir die zurückstoßen können. Sollen wir mal so frech sein und nach einem Super Secret Room suchen? Der könnte nämlich hier sein. Shit. Oder hier? Oh, Leute! Ach. Die eine Bombe nutze ich noch, weil wir vielleicht auch uns diese ganzen Steine hier wegsprengen können und dann eine neue... Oh, das ist ein Tilted Rock. Ach. Ich will den Tinted Rock haben. Soul Hearts! Beziehungsweise ein Soul Heart. Okay. Na doch, so langsam könnte ich auch mal ein bisschen aufs Spiel eingehen. Also, The Binding of Isaac war ja das hochgehypte Spiel von Edmund... Oh, das ist ein Stein mit einer Bombe drin. Oh mein Gott! Das hochgehypte Spiel von Edmund Macmillan mit Florian... ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen hieß. Und, ich gehe mal in die nächste Ebene. Oh, schick. Mom, nein! Mom, nein! Okay. So. Mein Plan war jetzt, in dieser Ebene den Filter anzuschalten. Um zu gucken, wie es aussieht. Weil jetzt sieht es ja genauso aus wie Isaac. Wie das alte Isaac. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal für die Ebene so. Ihr könnt mir dann sagen, was euch besser gefällt. Boah, wir sind schon gut dabei, ne? Muss man schon sagen. Ich komme überhaupt nicht zum Erklären, weil hier ständig was Neues passiert. Also, altes Isaac, Binding of Isaac, einfach ganz normal. Nein! Ich habe ihn hier oben gar nicht gesehen. Neues Isaac, Binding of Isaac Rebirth. Das neue Isaac, also dieses hier, was wir gerade spielen, hat, glaube ich, 150 neue Items, oder über 150. Neue Secrets, neue Bosse, neue Ebenen, alles neu. Und, wir versuchen uns hier durchzukämpfen. Im Moment gelingt es uns noch recht gut. Oh, guck mal, der Magnet hat jetzt funktioniert. Hier brauchen wir einen Schlüssel, um hier reinzukommen. Schlüssel finden wir auch, sind... Oh, guck mal, der Magnet. Wuhu! Schlüssel brauchen wir, um in bestimmte Räume reinzukommen. Och, nee. Ich bin scheiße! Ich baue richtig scheiße gerade. Weil ich so viel erklären muss. Ihr seid schuld! Ihr allein! Nein, ich bin schuld, ganz allein. So, die Gegner, die so ein bisschen andere Farben haben, wie der hier oben links, das sind Elite-Gegner. Das heißt, die haben zum einen mehr Leben und machen andere Sachen eben. So, das sind Herzen, die, ja, wenn die auf 0 fallen, sind wir tot.
Was können wir denn noch erzählen? Items können uns passiv oder aktiv verstärken. Wir brauchen immer noch Schlüssel. Da war schon wieder eine Bombe im Stein. Meine Herren, was ist denn los hier? Ich würde gerne in den Shop. Der Shop, da kann man sich alles Mögliche kaufen, was es so gibt. Zum Beispiel Bomben, Schlüssel, wenn man eben Geld hat. Geld ist nämlich die Währung hier. Wer hätte es gedacht? Ja, was noch, was noch? Kann man hier immer noch durchschießen? Nein, das wurde gefixt. Im alten Eis, der konnte man hier immer quasi so seitlich durchschießen, durch solche Sachen. Kann man aber jetzt nicht mehr. Finde ich okay, finde ich gut. Na, wer bist du denn? Du bist neu. Du läufst offensichtlich immer weg vor uns. Ob mir das gefallen mag? Ich weiß es nicht so genau. Okay, Secret Room. Hier vielleicht? Boah, muss mich dran gewöhnen, dass ich nicht mehr auf Shift... Da war der nicht. Shit. Und wir haben auch... Ah, wir haben auch nicht mal einen Schlüssel. Ich weiß, Leute, ich tut mir leid, dass das Commentary gerade so richtig verkackt ist. Aber ich bin zum einen richtig... Larry Jr. Richtig aufgeregt wegen des neuen Spiels. Zum anderen bin ich richtig hyped. Und zum anderen muss ich ja noch was alles erklären hier. Was? Bin ich dumm? Bin ich scheiße? Ja, müsst ihr nicht beantworten. Ich weiß es selbst. Aber Larry Jr. ist... Erste Errungenschaft. Das wollte ich euch noch, auch noch zeigen, Leute. Da seht ihr auch mal, wie groß dieses Spiel ist. Guckt mal hier. Warte, ich zeige mit der Maus drauf. Hier. 178 Errungenschaften. Ich weiß gar nicht, ob man den Steam-Overlay sieht, aber es gibt 178 Achievements. Leute, wie groß ist das Spiel bitte? Herrlich ist das. Und das hier ist ein neues Item, wenn ich mich nicht irre. Was ist es denn? Magic Scab. HP und Luck up. Ah, Luck. Ja. Haben wir jetzt einen Punkt in Luck. Beziehungsweise im Glück. Einmal kurz schauen. Ich glaube, auf der Ebene können wir sonst nicht viel machen, ne? Finde ich übrigens ziemlich cool, dass du jetzt immer so rüber scrollt, die Karte. Ich denke, wir können die nächste Ebene. Hier können wir nichts mehr reißen. Wir können leider wirklich keinen Schlüssel mehr kriegen. Das ist kacke. Wo war ich denn? Wo war ich? Das Spiel, ja, habe ich schon gesagt, das ist eine Neuauflage von Binding of Isaac ist. The Caves 1, okay. Die Musik hat sich natürlich auch geändert. Das war ja früher von Danny Baranowski. Guck mal, ein Kampfraum. Den machen wir doch mal, oder? Oh ja, ein Schlüssel. Ah, ihr seid das. Dankeschön. Danke fürs Sterben, mein Freund. Oh, und es läuft auf 60 FPS, ist das herrlich. Ich weiß gar nicht, wie das beim alten Isaac war. Ob es auf 60 war oder auf 30. Ich glaube, es war nur auf 30. Oh, oh, nee. Für euch bin ich eigentlich noch ein bisschen zu langsam. Muss ich die Gegner eigentlich noch erklären für euch? Ich hoffe nicht, weil das dauert dann wirklich ein bisschen sehr lange. Zumal ich ja noch gar nicht alle kenne. Ich werde wahrscheinlich heute den ganzen Abend, es ist ja schon Abend, damit verbringen, dieses Spiel zu spielen. Und wenn ich ein bisschen mehr weiß mit der Zeit, schön, dass ich die Kiste geöffnet habe, dann kann ich euch natürlich was dazu erzählen. Bis jetzt natürlich ist es meine erste Runde, wirklich. Meine allererste Runde, die ich hier spiele. Bisher läuft sie noch ganz schnell, ganz gut. Ja, könnte man so sagen. Und ich finde irgendwie, mit diesen Outlines finde ich das nicht schlecht. Das sieht er hat übrigens in einem Interview, beziehungsweise in seinem eigen erstellten Interview, also dieses Edmund Macmillan Q&A, also Question and Answer, das waren übrigens auch neue Gegner, hat er gesagt, dass er sich ein bisschen an die... Oh, jetzt kommen wir hier rein. Ein neues Item! Was ist es? Ramming Speed? Wie? Was Ramming Speed? Was heißt Ramming Speed? Hm, werden wir noch sehen. Vielleicht kriegen wir, wenn wir schnell laufen, können wir dann Leute umwerfen oder so. Das wäre cool. Wo war ich? Ich hab den Faden verloren. Verdammt. Ich sollte mich mehr auf das Commentary konzentrieren. Eine Pille. Sehr schön. Ich gehe jetzt einfach mal arroganterweise davon aus, dass ihr das Spiel kennt. Oh, sehr schön. Geld. Haben wir noch gar nichts von. Ja, ich bin einfach mal so arrogant. Ich wollte genau, was ich eben sagen wollte. Er hat sich bei dem Spiel beim Artstil, beziehungsweise seine Artwork-Menschen, die mit ihm das gestaltet haben, haben sich an den Game Boy Advance Pixel-Stil orientiert. Kommentieren und dabei spielen ist echt nicht einfach, ne? Das seht ihr jetzt hier. Und ja, das wollte ich nur kurz sagen. So eine kleine Trivial-Info. Und ich finde, das sieht man hier auch ziemlich gut. Also es sieht ziemlich... So die mit den Outlines sieht es echt ziemlich ähnlich aus. Ich suche jetzt die ganze Zeit ein bisschen nach den... Aber wir können ja mal die Pille nutzen. Mit Q.
Oh ja, Luck up, sehr schön. Was ist denn noch hier dazugekommen? Was ist noch? Oh! Das sind übrigens auch neue Gegner. Oh! Oh! Hier, wie man sieht, Lichteffekte sind dazugekommen. Also das seht ihr jetzt richtig, das leuchtet richtig, das Feuer. Das war bei Binding of Isaac 1 noch nicht so. Ich nenne es jetzt einfach mal 1. Weil es ja sonst keiner versteht. Oh, ne? Auch mal neue Gegner. Okay. Mit denen kommt... Also im Moment kommen wir echt gut klar. Ich glaube, dieses eine Tier hat uns richtig viel gebracht. Wow, wow, wow. Leute. Macht mich nicht so nervös. Oh, was ist das? Child's Heart. Was? It calls out... Was war das? It calls out to its brothers. Okay, da kriegen wir erhöhte Herzen-Drop-Rate. Ich möchte aber eigentlich den Magneten behalten. Der fand ich gut. Zumal wir noch keine großen Herzprobleme haben. Können wir die Teile hier verschieben? Wahrscheinlich nicht, ne? Und ich frage mich, ob wir einfach jetzt erhöhten Speed haben durch dieses Ramming Speed. Ich weiß es doch nicht, Freunde. Ich weiß es doch nicht. Es ist doch noch alles so am Anfang. Oh, guckt euch das an. Es war eine gute Idee, den Magneten mitzunehmen. Wir haben Kane! Yay! Schon so früh am Anfang. Offensichtlich braucht man... Oh, Donation. Oh, das gab es im Spider-Mod schon. Spider-Mod war eine Modifikation von The Binding of Isaac. Ich möchte aber erstmal den hier kaufen. Den hier unten, das scheint irgendwie ein neues Item zu sein. Giant Spiders and Fly. Oh, das ist gar nicht gut. Ich kaufe mir bei den Rest auch noch mit. Und dann donate ich mal ein bisschen. Ich hoffe mal... Guck mal, wie schnell das geht. Zack, zack, zack. Herrlich. Ist er jetzt voll? Okay, das heißt, die Donation-Maschine geht irgendwann voll. Guck mal, was wir hier alles schon erleben. Das ist ja herrlich. Was ich noch sagen wollte. Ich werde jetzt die Parts nicht irgendwie abmoderieren. Ich werde einfach am Ende dann wahrscheinlich so eine kleine Abschiedsformel sagen. Aber jetzt nicht primär hier mitten im Run, weil da kann ich mich überhaupt nicht auf die Zeit konzentrieren. Was ist denn hier los? Oh shit. Sowas gibt's auch. Herausfahrende Spatten. Ich wollte es richtig sagen, herausfahrende Spasten. Spitzen oder wie nennt man das? Zacken aus dem Boden. Cool, cool. Gehen wir gleich zum Boss. Die Ebene haben wir eigentlich fertig, ne? Chubb, wir haben noch gar keinen neuen Boss. Ich bin enttäuscht. Ein bisschen immerhin. Aber Chubb ist ja viel größer geworden. Aber wir machen ihm gut Damage. Hier vielleicht klappt das ja wieder. Oh, fuck. Ich habe die Bombe richtig missplantet. Aber egal, es hat ihm gut Schaden gemacht. Wir haben auch nur noch eine Bombe Platz. Von daher würde ich die jetzt ungern benutzen. Ich hoffe, es ist die Soundeinstellungen sind in Ordnung. Die habe ich jetzt nur ein bisschen grob geschätzt. Sonst muss ich... Also sonst müsst ihr jetzt erstmal damit leben. Für diesen Part auf jeden Fall. Oh, ein Teufelsraum. Hier links. Da nehme ich mir gerne das HP mit. Denn da können wir... unser Leben bzw. unsere Soul Hearts können wir hier traden. Und das rechte Item gab es schon in The Binding of Isaac. Ist einfach ein Damage Up und das linke kenne ich nicht, deswegen nehme ich das. Sin Up. Ceremonial. Okay. Was bringt mir das? Einfach nur Sin Up und wir haben Lazarus freigeschaltet. Das ging relativ schnell. Wir haben in einem einzigen Run schon zwei Charaktere freigeschaltet. Boah, Freunde, Freunde, Freunde. Ich überlege gerade, ob ich meine Schlüssel ein bisschen nutzen soll. Für solche Räumkens. Was hat nochmal der Stern hier besagt? Ach, dass da so ein Item ist, okay. Guck mal, wie schnell dieses Spiel läuft einfach. Es ist ja nicht mehr auf Flash. The Binding of Isaac war ja auf Flash programmiert. Oh, guck mal, wie schnell das hier läuft. Ist doch herrlich. Zückerlich schmeckt das. Oh, ich sehe gerade, was Sin macht. Seht ihr oben links bei unseren Herzen? Da sind jetzt noch so 2,5 schwarze Herzen. Okay, ich weiß nicht, was die bringen. Aber die werden offensichtlich zuerst weggenommen. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Ich habe doch auch keine Ahnung. Oh nein, kein Toilettenpapier. Aber wir spielen uns hier erstmal durch. Ich würde sagen, hier links gehen wir auch mal rein. Das ist, wird uns zwar ein Herz Schaden machen, beim Reingehen und ein Herz beim Rausgehen, aber das nehme ich in Kauf. Was ist denn das? Hier ist eine Trollbombe. Zwei Stück sogar. Was haben wir hier?
Spinnen. Okay. Boah, ich liebe den neuen Artstil. Der ist so cool. Also hier nochmal im Unterschied. Mit Filter, also ohne Filter. Es ist halt sehr pixelig. Finde ich auch ganz cool, aber ich mag es irgendwie mit den Outlines. Finde ich eigentlich cooler. Vielleicht bin ich einfach so ein Gameboy Advance Kid. Wahrscheinlich. Oh oh, ihr seid schnelle Boys. Okay, einen von euch haben wir weg. Dich haben wir auch gleich. Mich würde echt interessieren, was diese schwarzen Herzen machen. Da wird es zwar noch keine großen Wiki-Einträge zu geben, aber es würde mich trotzdem interessieren. Aber offensichtlich sind die nur temporär, wie die Seelenherzen. Aber gut. Fliegen wäre noch sehr schön. Ich meinte nicht solche Fliegen, ich meinte eigentlich, dass wir fliegen können. Und ein Arcade Room! Woo! Oh, geile Mucke. Ich würde gerne erstmal dem Bettler Geld geben, muss ich sagen. Weil Bettler waren immer cool. Oh. Bettler geben einem nämlich möglicherweise ein Item. Und wir haben so viel Geld gerade am Start. Oh, Dinner. Läuft. Dann Ihmchen hier. Bei diesem... Es wurde auch gesagt, dass man weniger Zeit in den Shops verbringen soll, angeblich. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es scheint mir auf jeden Fall wesentlich schneller zu gehen. Ah, guck mal. Können wir jetzt auch wieder hier? Ja, perfekt. Wir brauchen jetzt zwar nicht unbedingt gerade Geld. Wir können nämlich auch Ihmchen hier das Herz geben. Denn er gibt uns auch Items. Und zwar eine Pille. Und was ist es? Range Up! Boah, wir haben richtig Glück gerade. Es läuft richtig gut. Ich bin richtig zufrieden gerade. Ich strahle über das ganze Gesicht, meine Freunde. Aber den Kollegen kennen wir ja schon aus The Binding of Isaac. Der ist ja nichts Neues. Der möchte ja einfach nur ein bisschen hier Hütchen spielen mit uns. Mit seinen Schädeln. Aber das kann er gerne haben, wenn er möchte. Der möchte all mein Geld... Oh, Fly Love. Her damit. Arschloch. Ist auch irgendwie ironisch, ne? Man möchte die Fliegen lieben. Und was bekommt man? Man kriegt eine Fliege und tötet sie. Ironie pur. Oh, viele, viele Bomben. Ich frage mich, ob er, also der Edmund Macmillan, der war ja Lead-Designer in dem Spiel, ob er die Idee mit den Bombenbettlern aus dem Spider-Mod mit einfließen lassen hat. Denn der gute Spider, der die Spider-Mod eben entwickelt hat, der hat auch an dem Spiel mitgearbeitet. Mhm. Als Programmierer, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber so als kleine Trivialinfo. Während man hier halt ein bisschen auf Gewinne und Geld achtet, kann man das ja mal ein bisschen erzählen. Was kann ich noch erzählen aus dem Antworten, Frage und Antworten Gedöns? Ich weiß es nicht. Ich möchte aber zum Arztstil nochmal sagen. Ich meine, niemand kann sich beschweren, dass der Arzt schlechter geworden ist. Niemand kann sich auch beschweren. Hört euch mal die Musik an. Da kann sich niemand drüber beschweren, ganz ehrlich. Also, man kann vielleicht sagen, die alte Musik hat einem besser gefallen. Oh, wir haben Flylove. Herrlich. Oh, guck mal. Wir sind ein Scheißhaufen im Anzug. Woohoo! Endlich. Ein Traum wird wahr. Oh, oh, Bomben fliegen. Bomben fliegen. Haben wir irgendwie größere Tränen bekommen? Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben größere Tränen. Ist das vielleicht... das vielleicht der Wert? Rechts Mitte? Könnte sein. Bin mir nicht sicher. Vielleicht ist das die Tränengröße. Oh, oh. Oh, oh. Also im Moment komme ich richtig gut klar mit dem Spiel. Nicht nur, weil es mir Spaß macht, sondern einfach auch von der Mechanik her. Es ist wunderschöne 60 FPS. Ich kann den Schüssen gut ausweichen und alles. Ach so. Damit haben wir jetzt ein aktives Item und wie es ausschaut. Können wir die zerstören? Die Pilze können wir nicht zerstören. Das ist Schubdawup. Kann ich gleich im nächsten Raum zeigen. Und offensichtlich hat er zwei Einsätze. Wenn ich mich nicht irre. Das war Schubdawup. Dieser Strahl. Und doch, wir haben zwei Einsätze damit. Die müssen wir natürlich wahrscheinlich auffüllen. Aber was ist denn da oben links mit den Herzen los? Die schwarzen Herzen sind also jetzt einfach in der Mitte. Okay. Gut zu. Oh, guckt euch das. Guckt euch das Spiel an! Es ist so gut! Es ist so herrlich! Und es läuft so schnell! Ich bin so overhyped gerade von dem Spiel. Oh, so eine Art Fistula.
Schön war es nicht. Ruhig, können wir jetzt zum Boss? Ich glaube, es müsste noch nicht Marm sein. Wenn Marm überhaupt der erste Boss ist. Das ist der erste große. Mega Fetti. Okay. Ich weiß nicht, was du tust. Okay. Heilige Scheiße. Du bist eklig. Und ranzig. What? Okay, du hast... Ich hab... Okay, okay. Okay. Du bist bisher nur einmal gesprungen. Finde ich gut. Ah, okay. Er springt. Was macht er? Okay. Macht er das wieder? Ah, okay. Man sieht das an den Schatten, wo die Dinger hinfliegen. Wir haben ihn hingekriegt. Lil Chub. Herrlich. Wir rasten ja richtig aus. Ich freue mich, Leute. Ich freue mich richtig. Hier kriegen wir, das kennen wir auch schon aus dem ersten Spiel. Speed und Range Up. Roid Rage. Bis jetzt bin ich so zufrieden, Leute. Ich weiß gar nicht, wie zufrieden ich bin. Echt. Also, natürlich der gute... Oh, machen wir so. Mit dem Schubdawup. Temperance gibt uns 2 Herzen. Und wir haben den Shop gefunden. Da nehmen wir uns doch mal alles mit. Wurde uns jetzt nicht angezeigt, was es ist, aber ich schätze mal, es ist so eine Art 9 Volt, dass wir halt weniger Zeit brauchen, bis wir den Schubdawup aufgefüllt haben. Die Bombe nehmen wir auch mit. Donaten können wir gar nicht mehr. Hm, kann man vielleicht nur eine bestimmte Anzahl. Ich weiß nicht, was das bringt, aber ich schätze mal, dass es uns... ach, es wird hier gar nicht angezeigt. Hä? Was ist denn da oben links? Ein Passwort? Hm. Whatever, ich weiß es doch nicht, Freunde. Wahrscheinlich für einen Seed Run, also Seeded Run. Temperance? Ah ne, Temperance bringt der das. Das war ja ein schöner Reinfall, aber brauchen wir sowieso nicht die Temperance. Guck mal, wie schnell wir hier durchlaufen. Neuer Raum, neues Glück. Oder neue Gegner. Die haben wir aber auch schon gesehen. Wir bewegen uns gerade sehr schnell. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Oh fuck, das war schlecht. Ist aber auch ein komischer Raum hier. Oh, neue Tarotkarte. Two of Clubs. Jo, jetzt haben wir statt 6 12 Bomben. Wollen wir die hier nutzen? Wir können mal generell nach einem Secret Room suchen. Och. So. Herrlich. Das hier möchte ich mal kurz austesten. Was bringt das, wenn wir das aufsprengen? Eine Pille. Okay. Nehme ich gerne mit. Range Up wieder. 3 Pillen. Helfer und Pilz. Nehmen wir einfach mal alle. Aber es scheinen alle die gleiche Wirkung zu haben. Ja. Okay. Wollte ich nur mal austesten, ob die eine andere Wirkung haben. Könnte ja sein. Ich will ja nichts ausschließen in dem Spiel. So, hier rechts können wir nicht rein, weil wir zu viele Herzen haben. Das ist aber schade. Ich frage mich gerade, wo der Super Secret Room sein könnte. Ah, ich sehe. Hier könnte der sein. Hier unten. Nämlich... Könnte nicht sein, weil wir da gar nicht rankommen. Hm, okay. Hier könnte er aber sein. In der Theorie. Hm, ist er nicht. Ah doch, da oben könnte er noch sein. Wir haben ja noch 8 Bomben, die möchte ich gerne eigentlich dafür nutzen. Hier könnte er sein. Oh, Super Secret Room. Sehr schön. Meet strangers without prejudice. Mach ich doch immer. Trust good people. Super. Scheißhaufen, was macht der? It feels lucky. Ich behalte den Magneten, den mag ich lieber. Der hat uns schon so lange begleitet. You are dark inside. Okay. Have you seen the exit? Nein. Get a baby pet, it will cheer you up. Seelenherz, herrlich. Your princess is in another castle. Nicht so eine krasse Anspielung, aber okay. The Empress, okay. War das, dass wir... You are playing it wrong, give me the controller. Was ist denn das für ein Teil? Oh, was ist das? Faith up. Ist nicht schlecht. Da haben wir nämlich eine größere Chance auf einen Engelraum. Deswegen nehme ich das mal mit. Meet Strangers for Prejudice hatten wir schon. Live to die. Oder live to die. Entschuldigung.
springt. Nein, The Tick will ich nicht. The Tick würde uns, unseren Trinket-Platz reservieren für immer. Und, im Gegenzug natürlich, alle Bosse mit einem halben Herz, also mit halber Lebensleiste starten.